Warum gibt es beim FC Bayern auf einmal große Verwirrung um Thomas Tuchel? Und welche EM-Fahrer wurden jetzt geleakt? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr in unseren aktuellen Kick-News. Das allerletzte Mal Prinzenpark. Für Kylian Mbappé hat sich ein bedeutendes Kapitel in seiner Karriere geschlossen. Seit 7 Jahren steht der Stürmer mittlerweile in Diensten von Paris Saint-Germain. Gestern ist er dann zum allerletzten Mal im heimischen Stadion aufgelaufen. Denn letzte Woche Freitag hat der Superstar in einem emotionalen Abschiedsvideo offiziell verkündet, dass er den Verein am Saisonende verlassen wird. Damit hat er im Prinzip ein offenes Geheimnis ausgesprochen. Denn längst ist klar, dass es den Sprinter zu Real Madrid zieht. Aber zurück zum gestrigen Abend. Die Ultras haben ihren besten Spieler mit einer beeindruckenden Choreo gewürdigt. Das kam schon überraschend. Schließlich nehmen ihm auch viele Fans den ablösefreien Abschied übel. Passend dazu gab es auch einige Pfiffe gegen Mbappé während und vor dem Spiel. Und auch die Vereinsführung ist sauer auf den Rechtsfuß. Denn das Abschiedsvideo hatte Mbappé vorher nicht intern kommuniziert. Es war mal wieder ein Alleingang vom exzentrischen Angreifer. So ging auch innerhalb der Fanszene die Meinungen auseinander, ob man dem Weltmeister huldigen sollte oder nicht. Letztlich hat man sich dafür entschieden, Mbappé die letzte Ehre zu erweisen. Auf einem riesigen Banner stand dazu geschrieben: Kind der Pariser Vorstadt, du bist zur Legende geworden. Zumindest die Ultras sind also insgesamt eher milde gestimmt und rechnen Mbappé seine jahrelange Vereinstreue hoch an. Dazu hat sich der Top-Torschütze der Ligue 1 im Gegensatz zu Superstars wie Lionel Messi oder Neymar tatsächlich mit dem Verein identifiziert und meistens auch seine Leistung gebracht. Gebührend konnte sich Mbappé dann aber letztlich nicht verabschieden. Mit 1:3 ging die Partie gegen den FC Toulouse verloren. Wirklichen Impact hatte Mbappé keinen. Den Meistertitel hat er dann aber trotzdem noch gefeiert mit seinen Mannschaftskollegen. Und ein paar warme Worte gab es am Ende dann auch noch von Coach Luis Enrique. Kylian ist ein außergewöhnlicher Spieler, aber vor allem ein außergewöhnlicher Mensch. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Eine seltsame Beziehung war das zwischen Kylian Mbappé und Paris. So ist es auch irgendwie passend, dass dieser Abend ebenfalls seltsam zu Ende ging. Zwischen Pfiffen und Liebesbekundungen, zwischen Meisterfeier und peinlicher Niederlage. Au revoir, Monsieur Mbappé. Der 1. Juni könnte zum späten Höhepunkt in der Karriere von Marco Reus werden. Dann trifft Borussia Dortmund im Champions-League-Finale in Wembley auf Real Madrid. Es ist das letzte Pflichtspiel in Schwarz-Gelb für den gebürtigen Dortmunder. Was für eine Geschichte. Aber wie geht es danach weiter? Darauf dürfte auch Reus selbst zum aktuellen Zeitpunkt keine seriöse Antwort haben. Als heißer Tipp gilt ein Wechsel in die nordamerikanische MLS. Erste Gespräche soll der Offensivmann schon mit St. Louis City geführt haben. Dort steht sein alter Kumpel Roman Bürki im Kasten. Der Schweizer bearbeitet Reus schon länger und will ihn von einem Wechsel überzeugen. Reus hat aber mindestens noch eine weitere Option in den Staaten. Und die hätte ihren ganz besonderen Charme. Würde der 34-Jährige doch mit niemand Geringerem als Lionel Messi zusammenspielen? Die Rede ist von Inter Miami. Auch der Club von David Beckham hat angeklopft. Es wäre schon auch eine überragende Geschichte, zum Karriereende nochmal mit Messi in einem Team zu zocken. Daneben soll der saudi-arabische Verein Al Nassr seinen Hut in den Ring geworfen haben. Dort schnürt wiederum Cristiano Ronaldo die Fußballschuhe. Ein Karriereausklang in der Wüste soll Reus allerdings nicht präferieren. Daneben bieten sich auch noch weitere Optionen in Katar sowie in der türkischen Super League. Ein Wechsel zu einem anderen Bundesliga-Club kommt für Reus eher nicht in Frage. Wohin die Reise am Ende wohl geht? Als nächstes steht jetzt erstmal Wembley auf dem Fahrplan. Ungewiss ist auch die Zukunft von Joao Felix. Dabei hatte alles so verheißungsvoll begonnen. Der Portugiese hatte sich direkt zum Saisonstart bei seinem Traumclub FC Barcelona von seiner besten Seite gezeigt. Alles lief wie am Schnürchen. Und so hatten die Barca-Bosse um die Weihnachtszeit herum schon Verhandlungen mit Atletico angekündigt. Ein neuer Deal sollte abgeschlossen werden. Mittlerweile hat sich der Wind aber gedreht. Im neuen Jahr sind die Einsatzzeiten des 24-Jährigen immer weiter gesunken. In den letzten 4 Spielen hat Felix gar nicht mehr in Xavis Startelf gestanden. Kümmerliche 65 Minuten durfte er insgesamt in der Liga gegen Real Madrid, Valencia, Girona und in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mitwirken. Und so sieht es mittlerweile stark danach aus, dass sich die Wege im Sommer wieder trennen werden. Der Offensivspieler selbst würde gerne bleiben. Für Barca soll das allerdings nur in Frage kommen, wenn alle anderen Wunschspieler für den Angriff nicht zu haben sind. Klangvolle Namen wie Bernardo Silva von Manchester City, Chvicha Kvaratskhelia von der SSC Neapel, Dani Olmo von RB Leipzig und Nico Williams von Athletic Bilbao stehen auf der Liste. Felix ist also gerade mal die 5. Wahl.
Für den Nationalspieler ergibt sich dadurch ein großes Dilemma, denn er hat noch Vertrag bis 2029 bei Atletico Madrid. Das zerrüttete Verhältnis zu Diego Simeone erlaubt aber eigentlich keine Rückkehr zu den Colchoneros. Eine andere Lösung muss gefunden werden. Und dann muss Felix definitiv deutlich größere Kompromisse machen als bei seinem Wechsel zum Traumclub aus Barcelona. Beim SV Elversberg ist man hochzufrieden mit Paul Wanner. Der Zweitligist würde die Leihgabe vom FC Bayern München deshalb gerne über den Sommer hinaus halten. Auf große Gegenliebe stößt dieses Ansinnen an der Säbener Straße aber nicht. Die Bayern-Bosse haben andere Pläne mit dem offensiven Mittelfeldspieler. Wanner soll in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen, allerdings noch immer nicht im Trikot des Rekordmeisters. Eine Leihe zu einem Ligakonkurrenten ist geplant. Mehrere Vereine haben sich jetzt in Stellung gebracht. In der aktuellen Saison zeigt Wanner sein großes Talent eine Etage tiefer. Für Elversberg kommt er auf 27 Zweitligaspiele, 20 davon von Beginn an. Ihm sind 6 Tore und 4 Assists gelungen. Der Vertrag des 18-Jährigen in München läuft noch bis 2027. Bei den Bayern hat man noch viel vor mit Wanner, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Robert Lewandowski steht beim FC Barcelona immer wieder in der Kritik. In der laufenden Saison hat er bislang 17 Tore in 31 Ligaspielen geschossen. Für die Ansprüche des 35-Jährigen und vor allem auch für die Ansprüche der Katalanen ist das zu wenig. Dass sich das Gehalt des Nationalspielers im dritten Vertragsjahr auf über 30 Millionen Euro brutto pro Saison erhöhen wird, bringt die Verantwortlichen der Blaugrana weiterhin zum Grübeln. Ja, wenn nicht sogar zum Verzweifeln. Nicht wenige Bosse im Verein würden sich im Sommer am liebsten von Levi trennen. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig und könnte sich sogar noch verlängern, wenn er in der nächsten Saison in 55% der Spiele mindestens 45 Minuten zum Einsatz kommt. Lewandowski aber betont immer wieder, dass er in Barcelona bleiben wird und verweist dabei auf seinen gültigen Vertrag. Sportdirektor Deco und Xavi wollen in der Offensive allerdings Veränderungen bewirken und am Kader basteln. Nach dem letzten Spiel der Saison soll Star-Agent Pini Zahavi zum Gespräch mit Barca erscheinen. Beide Parteien scheinen bisher noch unterschiedliche Zukunftsszenarien zu verfolgen. Vereine aus Saudi-Arabien sollen zwar Interesse an Lewandowski signalisiert haben, der wiederum will den europäischen Spitzenfußball aber nicht verlassen. Es bleibt abzuwarten, wie diese Situation gelöst wird. Wie es aussieht, bleibt Lewandowski stur und Barca muss blechen. Die Namen der Protagonisten bei Borussia Dortmund sind nach dem Einzug ins Endspiel der Champions League europaweit in aller Munde. Trainer Edin Terzic steht dabei besonders im Scheinwerferlicht, denn er weckt Begehrlichkeiten in England. Gleich 3 Vereine aus der Premier League beschäftigen sich mit dem 41-jährigen Coach. Dabei handelt es sich um Tottenham Hotspur, Newcastle United und West Ham United. Bei den Hammers hat Terzic schon von 2015 bis 2017 als Co-Trainer unter Slaven Bilic gearbeitet. Ganz so heiß dürfte die Spur zu den genannten Vereinen aber nicht sein. Denn West Ham steht kurz vor der Verpflichtung von Julen Lopetegui als Trainer. Tottenham Hotspur hat mit Ange Postecoglou einen Übungsleiter, der längst die Herzen der Fans erobert hat. Und der Stuhl von Eddie Howe bei den Magpies wackelt noch nicht bedenklich. Auch wenn der Engländer zuletzt häufiger als noch vor einem Jahr in der Kritik stand. Und Terzic? Der hatte schon nach dem Rückspiel in Paris betont, solange Borussia Dortmund möchte, dass ich Trainer von Borussia Dortmund bin, werde ich Trainer von Borussia Dortmund sein. Seine tiefe Verbundenheit zum Verein ist allseits bekannt. Und derzeit arbeitet man im Hintergrund an einer Verlängerung des bis 2025 laufenden Vertrags. Das ist der Lohn für die tolle Saison in der Königsklasse. Viele Fans sehen Terzic trotz des großen Erfolgs aber weiter kritisch. Auf welcher Seite steht ihr? Seid ihr Team Terzic? Oder würdet ihr lieber einen anderen Trainer beim BVB an der Seitenlinie sehen? Der FC Bayern hat den Sprung ins Champions-League-Finale verpasst. Der Fokus liegt jetzt neben der Trainersuche, zu der wir gleich noch kommen, auf der Kaderplanung. Und der Blick geht dabei mal wieder in Richtung Premier League. Konkret zeigen die Münchner Interesse an Adam Wharton. An der Säbener Straße ist man laut englischen Medien dazu bereit, ein Angebot für den Mittelfeldspieler von Crystal Palace abzugeben. Und das könnte richtig teuer werden. Denn Whartons Marktwert liegt bei umgerechnet 70 Millionen Euro. Erst im Winter war der 20-Jährige für 21 Millionen von den Blackburn Rovers zu Crystal Palace gewechselt. Dort wurde der Linksfuß unter Trainer Oliver Glasner umgehend zum Leistungsträger. Seitdem stand Wharton in 14 Ligaspielen in der Startelf. Das erklärt auch den in kurzer Zeit derart angestiegenen Wert des U21-Nationalspielers. Doch die Bayern sollen nicht erst seit dessen starken Leistungen in Englands Topliga auf Wharton aufmerksam geworden sein. Schon vor seinem Wechsel zu Palace hat Bayern um den Engländer gebuhlt. Damals hat man aber noch den Kürzeren gezogen. Jetzt ist Wharton mehr als 3-mal so teuer. Ob der Rekordmeister sich darauf einlassen wird?
Die Trainersuche bei den Bayern, puh, sie nimmt einfach kein Ende. Ganz unter uns, es ist einerseits ein bisschen nervig, aber irgendwie doch auch unterhaltsam. Denn fast täglich gibt es neue Details. So ist jetzt rausgekommen, dass Max Eberl auch bei Oliver Glasner durchgeklingelt hat. Und nicht nur das, die Sache war sogar ziemlich heiß. Denn Glasner wäre gerne nach München gekommen, weil er dort einfach die größeren Chancen auf Titel gesehen hat. Eine Einigung mit dem Österreicher hätte man also schnell gefunden. Das Problem war aber dann Crystal Palace. Die Engländer wollten Glasner nicht gehen lassen. Und sie haben eine absurde Ablöse aufgerufen, um den Deal platzen zu lassen. Satte 100 Millionen Euro hätte Bayern zahlen müssen. Das war natürlich viel zu viel. Aber Bayern war verzweifelt genug, um bis zu 18 Millionen Euro auf die Insel zu überweisen. Gereicht hat das am Ende aber bei weitem nicht. Und so hat sich diese Tür schnell wieder geschlossen. Mittlerweile steht auch eine Rückkehr von Hansi Flick wieder im Raum. Am Freitag wurden sogar konkrete Gespräche mit dem 59-Jährigen geführt. Der Ex-Bundestrainer will aber keine Übergangslösung sein. Er fordert mindestens einen 2-Jahres-Vertrag. Bei den Bayern-Bossen ist man sich aber alles andere als einig, ob Flick wirklich die beste Lösung wäre, die der Markt noch hergibt. Klar, mit den Bayern hat er 2020 alles gewonnen. Danach hat er als Bundestrainer aber gar keinen guten Eindruck hinterlassen. Die fast schon verstörenden Szenen aus der Doku über die letzte WM sind auch in der Münchner Chefetage noch allgegenwärtig. Und auch Eberl bevorzugt eigentlich eine andere Lösung. Der Sportvorstand würde am liebsten Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion holen. Der Italiener hat in England bewiesen, dass er einer Mannschaft einen attraktiven und offensiven Spielstil vermitteln kann. De Zerbi hat allerdings vor gut einer Woche klargestellt: "Ich würde gerne bei Brighton bleiben, weil ich meine Spieler, die Stadt, meinen Verein und meine Fans liebe." Ob damit das letzte Wort gesprochen ist? Die Trainersuche bei den Bayern. Sie bleibt nebulös und wirkt planlos. Zumal jetzt auf einmal auch eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Tuchel wieder im Raum steht. Der FC Bayern hatte am Samstag bestätigt, dass die auslaufenden Verträge von Bounassar und Erik-Maxim Choupo-Moting nicht verlängert werden. Während Zadan gestern vor dem Bundesligaspiel gegen Wolfsburg offiziell verabschiedet wurde, war Choupo-Moting krankheitsbedingt nicht im Stadion. Keinerlei warme Worte gab es für Thomas Tuchel. Stadionsprecher Stefan Lehmann hat in der Allianz Arena gesagt: "Wir verabschieden unser Trainerteam um Trainer Thomas Tuchel heute noch nicht. Die Saison ist noch nicht zu Ende. Natürlich wird das gebührend nachgeholt. Fest versprochen." Am letzten Spieltag der Saison tritt der Rekordmeister allerdings nächsten Samstag auswärts in Hoffenheim an. Eine Verabschiedung im Stadion wäre also nur gestern möglich gewesen. Ob sich die Bayern damit die Möglichkeit offen halten wollen, doch mit Tuchel in die nächste Spielzeit zu gehen, bleibt offen. Gestern hat der DFB die erste Bombe platzen lassen. Nico Schlotterbeck ist im EM-Kader von Julian Nagelsmann dabei. Der Innenverteidiger hat sich durch richtig gute Leistungen in den letzten Wochen doch noch für sein persönliches EM-Ticket qualifiziert und wurde zum ersten Mal unter Nagelsmann nominiert. Die Tagesschau hatte diese Info exklusiv. Hinter der ganzen Sache steckt eine Marketingkampagne vom DFB. Am Donnerstag wird der offizielle Kader für die EM veröffentlicht. Vorab werden jeden Tag einzelne nominierte Spieler bekannt gegeben. Schlotterbeck war gestern der Erste. Heute ist dann Jonathan Tah dazugekommen. Der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen ist als Stammkraft neben Antonio Rüdiger eingeplant. Von daher ist seine Nominierung, anders als bei Schlotterbeck gestern, keine große Überraschung. 3 weitere Namen sollen im Laufe des Tages geleakt werden. Wir sind genau wie ihr gespannt, wer es sein wird. So, meine Lieben, ihr wisst, was kommt. Ihr bleibt auch heute nicht verschont. Die gute alte Frage des Tages. 18 Millionen Euro für Glasner. Eine ordentliche Stange Geld, oder? Was sagt ihr zu diesem Angebot? Und welchen der 3 verbliebenen Bayern-Kandidaten würdet ihr an die Seitenlinie stellen? Tuchel, Flick oder De Zerbi? Ich glaube, den einen oder anderen Ratschlag können die Bayern gerade gut gebrauchen. Also haut mal eure Meinung raus. Das war's für heute von uns. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und jetzt einen entspannten Wochenstart. Am Freitag ist mir was Unverzeihliches passiert. Ich habe die stabilen Grüße vergessen. Das haben einige von euch zu Recht bemängelt. Das passiert mir kein zweites Mal. Also, macht's gut und bleibt stabil. Und lasst noch ein Like da, bevor ihr abhaut.